Ja, liebe Alina, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Moderation am heutigen Tag, dass du uns durch diesen Mittag begleitet hast. Danke. Und ich habe jetzt die große Ehre, sozusagen den Weg frei zu machen, dass sich alle nach doch einer längeren Zeit, in der wir gespannt lauschen durften, sich jetzt auch gleich erheben dürfen und die Stellwände sich jetzt auch einmal aus der Nähe betrachten dürfen. Und ich habe da auch schon große Lust drauf. Wir sind ein offenes Haus hier im Willy-Brandt-Haus bei der Sozialdemokratischen Partei. Ich habe schon gesehen, einige Blicke sind am Anfang erst ein bisschen irritiert, dann interessiert auch hochgegangen. Wer sind diese ganzen Leute da oben? Schicken die hier die Reinigungskolonnen am Sonntag durchs Haus? Nein, wir sind ein offenes Haus. Hier finden auch noch andere Ausstellungen statt. Dort oben sind unsere Gäste, die Besucherinnen und Besucher des Willy-Brandt-Hauses, die kostenlos eine Portion Feminismus heute auf die Ohren mitbekommen haben. Auch das ist ja nicht das Allerschlechteste. Wir grüßen Sie alle dort und schön ist eben auch, wir denken hier im Willy-Brandt-Haus mit dem Freundeskreis Willy-Brandt-Haus, der das rührig und seit vielen Jahren ganz toll kuratiert. Wir denken die verschiedenen Ausstellungen eben auch zusammen. All diejenigen, die in den nächsten Wochen hierher kommen werden, um die große WordPress-Foto-Ausstellung oben im dritten Stock zu begutachten, die werden eben auch hier unten an diesen 16 Frauen aus der sozialdemokratischen Geschichte vorbeikommen und andersrum. Und dementsprechend ja, ist das für uns auch eine Möglichkeit, zu unserem 160. Jubiläum auch Leuten, die noch nicht in der Sozialdemokratie sind, einen Einblick davon zu geben, wer wir sind, was uns antreibt und wer unseren Weg in den letzten 16 Jahrzehnten bestimmt hat. Maria Ulrike, ihr wart so nett, eben Bezug zu nehmen auf unsere Gespräche im letzten Jahr. Interne Gespräche zeichnen sich dadurch aus, dass sie intern bleiben und daraus nichts rausgetragen wird. Aber sagen wir mal so, Maria und Ulrike waren in diesen Gesprächen das Saxophon und ich war das Klavier, nach dem, was ihr eben schon gehört habt. Und es klang sehr jazzig am Anfang auf jeden Fall. Und es funktionierte dann doch aber sehr gut, wie wir auf die Idee gemeinsam auch gekommen sind, das zu machen an diesem Tag. Und wenn ich jetzt hier in die Gesichter dieser 16 Frauen hineinschaue, wo ich über viele schon vieles wusste, aber längst nicht über alle, und ich denke, so wird es den meisten gehen, dann freue ich mich, dass dieser Gedanke einfach gelungen ist und dass er hier in diesem Haus funktionieren kann. Ich möchte zum Abschluss gerne euch grüßen und Bezug nehmen auf die leider einzige noch lebende Sozialdemokratin, die heute hier ausgestellt wird. Ich darf euch grüßen von Andrea Nahles, die gerne heute dabei gewesen wäre. Aber auch das zeichnet eben Sozialdemokratie aus, die ja in ihrem nachparteipolitischen Leben eine sehr wichtige Führungsposition als Frau übernommen hat in dieser Gesellschaft, die sie an anderer Stelle nun fordert. Andrea als 16. in der Reihe könnte da könnte man ja vielleicht denken, naja, wenn sie die 16. in der Reihe ist, dann hat sie ja mit Abstand die besten und einfachsten Bedingungen vorgefunden, als Frau politisch wirken zu können. Insofern genügt es vielleicht auf ihre politische Biografie und ihr Wirken nicht erst als Parteivorsitzende, sondern auch als Arbeits- und Sozialministerin, als Generalsekretärin, als JUSO-Bundesvorsitzende zu schauen, um sich vor Augen zu führen, was es auch heute noch für selbstbewusste Frauen für eine Herausforderung ist und wie viel Kraft es braucht, sich durchzukämpfen, sich durchzubeißen und auch heute immer noch an vielen Stellen die Erste zu sein, die nach langen, langen Jahren auch der Geschichte der Sozialdemokratie ein Amt antritt. Und vieles davon dürfen wir jetzt politisch gerade in diesen Jahren und wieder unter sozialdemokratischer Führung durchboxen. Und Gleichstellungspolitik ist eben mehr als die Auseinandersetzung mit Quoten, auch wenn das wichtig ist, sondern es ist eben auch die Frage zu berücksichtigen, dass eine Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro insbesondere Frauen, die im Niedriglohnsektor unterwegs sind, zugutekommt. Dass die Einführung der Grundrente insbesondere Frauen zugutekommt, deren Lebensarbeitsleistungen, die sich nicht in dem Erwerben von Rentenanwartschaften für all das, was sie getan haben, ausdrücken, dass das insbesondere Frauen zugutekommt. Und deswegen sind wir nicht nur stolz auf 16 Jahrzehnte Frauen, die aktiv waren in der Sozialdemokratie, sondern dass gerade auch unser Kerngeschäft, der Kampf um gute Arbeit und ein solidarisches Miteinander, dass gerade das von starken Frauen in unserer Partei geprägt wurde und dass wir bis heute für die Umsetzung
von deren Anliegen Sorge tragen können. Dafür vielen Dank stellvertretend an Andrea für alle, die daran mitgewirkt haben. Ansonsten habe ich mich gefreut zu hören, dass ihr unter dem Motto feministische Politik für dich arbeiten wollt. Ich hatte kurz zusammengezuckt und gedacht, hoffentlich machen sie nicht irgendwas mit Feminismus, du und Politik, dann hätte da FDP gestanden am Ende. Das will ja jetzt auch keiner, aber so ist natürlich völlig in Ordnung und eine schöne Weiterentwicklung. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt einfach, dass wir heute zusammen feiern. Denn darum geht es und das ist der zentrale Wortlaut, den ich aus unseren ersten Gesprächen gemeinsam in Erinnerung habe. Für eine Partei, deren Anspruch es ist, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn andere sagen, in allgemeinen politischen Texten seien Frauen schon mit gemeint oder in Reden seien Frauen schon mit gedacht, auch wenn sie gar nicht explizit erwähnt werden. Für eine solche Partei wäre es undenkbar, ein Jubiläum zu feiern, in dem die Frauen einfach mit gefeiert werden. Und deswegen feiern wir zu 160 Jahre SPD die starken Frauen in der Geschichte und in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft unserer politischen Bewegung nicht mit, sondern wir feiern sie einfach heute an diesem Tag. Ihr seid die Gäste dieser Feier. Lasst uns zusammen feiern, lasst uns zusammen einen schönen Sonntag haben. Toll, dass so viele da sind. Und nun auf ins Getümmel miteinander.